Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 30. September 2013. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, der letzte Tag des Septembers heute, dann geht's in den Oktober. Und wir sehen, dass der laufende Mond hier im Löwen steht und sich schon wieder auf die Sonne zubewegt. Wir sind schon wieder in der abnehmenden Phase des Mondes. Und nächsten Samstag ist bereits der nächste Neumond in der Waage. Da endet dann dieser Sonne-Mond-Zyklus, der allerdings in den nächsten Tagen auch astrologisch noch einige Besonderheiten zu bieten hat, die ich gerne erläutern möchte. Das Entscheidende ist vielleicht, dass die Sonne hier in der Waage, im 8. Grad der Waage, ich deutete das schon an, sich jetzt in eine Stellung bewegt, wo sie das Quadrat von Pluto und Uranus aktivieren wird. Das Quadrat von Pluto und Uranus in Steinbock und Widder hat viel zu tun mit den Krisen und Herausforderungen der letzten Jahre. Ein Aspekt, der dafür da ist, eigentlich bestimmte alte Muster in unserer Gesellschaft, aber auch in uns umzuformen, zu transformieren. Und der dabei natürlich all das aufwühlt, was nicht umgeformt werden möchte, was versucht, seine Macht zu erhalten, was wir ja auch in der Politik im Moment ständig gut beobachten können. Dieses Quadrat ist noch wirksam bis 2015 und länger. Und immer wieder kommen Planeten und aktivieren dieses Quadrat durch ihre Stellung im Tierkreis. Und die Sonne in der Waage aktiviert das jetzt. Und das geht so los, dass am Mittwoch, den 2. Oktober, die Sonne im Quadrat zu Pluto steht. Ein Aspekt, der sicherlich jetzt schon wirkt, der viel zu tun hat mit Schattenarbeit, Schattenintegration, mit Macht. Mit der Sonne in der Waage geht es ja vor allem darum, einen Ausgleich zu finden, zwischen Extremen zu verhandeln, hier in eine gewisse Form des Austausches zu kommen. Im Quadrat zu Pluto im Steinbock kann sich dieser Austausch einseitig gestalten, dass eine Seite etwas zurückhält. Hier sind also Machtkämpfe, Auseinandersetzungen, Herausforderungen angesprochen, aber auch uns können unsere Ängste, Zwänge und unsere Ohnmacht in bestimmten Dingen sehr bewusst sein. Das wird noch gestärkt, dieser Aspekt, dadurch, dass Merkur, der sonnenschnelle Begleiter, in den Skorpion gewechselt ist. Hier Anfang Skorpion steht, weiterhin mit Saturn, Mondknoten und Venus. Ist also der Skorpion stark betont. Der Skorpion und Pluto stehen in einer Analogie zueinander. Das heißt, die plutonischen Kräfte sind diese Woche sehr stark. Es geht sehr stark auch um Innenwelt, um Erkennen von Energien, die hier festhaken, wo es nicht in Fluss kommt, wo wir vielleicht in bestimmten Leidenschaften festhängen, wo wir uns verrannt haben in bestimmte Muster. Hier gilt es halt hinzuschauen und Bewusstsein einzubringen. Am Donnerstag dann wird die Sonne in Opposition zu Uranus stehen, auch hier schon eingezeichnet. Sonne Uranus am Donnerstag, werden wir sehen, hat sehr viel mehr mit Befreiung und Schnelligkeit und Unruhe zu tun. Das heißt, die nächsten Tage können auch unruhig sein, so als würden wir spüren, dass irgendwelche höheren oder größeren Mächte uns auf den Fersen sind. Mal so ausgedrückt. Heute ist der Mond im Zeichen Löwe. Er wird morgen Abend gegen 21 Uhr in die Jungfrau wechseln. Mit dem Mond im Löwen, ein Feuerzeichen, ist der Selbstausdruck gefordert, die Lebenslust, Spaß am Leben, Kreativität, Großzügigkeit, Herzlichkeit. Also sollten wir heute den Tag sehr, sehr genießen. Und diese Sonne-Pluto-Uranus-Geschichte sollte uns auch nicht Angst machen. Es besteht die große Chance, zumindest für uns, da wir als Individuum ja sehr viel beweglicher sind als das Kollektiv, dass wir wirklich mal tiefliegende Muster in uns verändern können. Eine große Chance, die Weichen anders zu stellen. Heute mit Mond im Löwen, mit sehr viel Lebensfreude dabei. Ich wünsche uns allen einen guten Wochenstart und einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.